Wer heiratet eigentlich? Ich weiß nicht, ist egal. Ist das nicht die? Ach ja, die. Ah ja. Ja, die von letztens. Ach ja, die Kellnerin. Vielleicht weiß die, wer heiratet. Ist doch egal. Wieso interessiert das jetzt auf einmal, wer heiratet? Oh, ich geh mal hin. Schönen guten Tag. Hallo. Du bist doch die Kellnerin in Tonis Laden, oder? Ja, wer bist du? Ich war gestern da, als Toni dich geschlagen hat. Ach so, ja, danke. Das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber wer heiratet eigentlich? Du bist auf einer Hochzeit und weißt nicht, wessen? So ist es. Okay. Toni und seine Verlobte heiraten. Ach, Toni. Ja, Toni. Ich bin Toni. Mein Vater heißt auch Toni. Das ist ja ein Zufall. Ja, unfassbar. Wie heißt du denn? Karen. Hi, Karen. Hi, Toni. Woher kennst du meinen Namen? Hast du eben gesagt. Ach so. Wie wär's denn, wenn wir heiraten? Was? Wir beide. Also ich hätte nichts dagegen. Das ist ja mal ein starker Anmachspruch. Danke. Aber ich kenne noch einen besseren. Incendio. Beeindruckend. Aber zurück zum Heiraten. Bist du bereit? Natürlich. Ich fange an. Womit? Hammerhai? Schwarzspitzenriffhai. Genau, der war's. Nice, Mann. Ich bin einfach Profi-Heiraterin. Was für eine Frau. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Geht's dir gut? Warum bewegst du dich nicht? Also ich finde schon ein bisschen low, dass wir immer auf Hochzeiten gehen müssen. Wieso? Geht halt um Respekt. Ja, aber ich habe irgendwie 50 Anzüge oder so. Ja, ich auch. Normal. Gehst du mit? Ich erhöhe. Was ist denn da los? Locker ein Bluff. Ein Bluff, genau. Ich gehe all in. Oh. Ich bin raus. Also ich bin sowas von raus, das glaubt ihr gar nicht. That's what she said. Okay, okay. Gehst du mit? Ah, ich weiß nicht. Du wirst doch jetzt aufgenommen. Das bisschen Geld juckt nicht. Ja. Und du hast doch jetzt diese Tante kennengelernt. Wenn du gewinnst, kannst du das Geld direkt investieren. Ah, ja, ja. Okay, dann gehe ich auch all in. Haha. Wer hat jetzt gewonnen? Ist doch offensichtlich. Guck dir die Karten an. Okay, okay, ich habe die Karten-App offen. Kannst du bitte deine schlechten Witze später machen? Ja, sorry. Ich habe gewonnen. Haha, du Scheiß, Mann. Wieso gewinnst du immer? Jedes Mal gewinnst du. Lass es raus, es ist das letzte Mal. Wenn die aufgenommen wurde, geht das nicht mehr, lol. Ja, lol. Du schummelst doch. Nee. Vielleicht wird er ja auch gekillt. Wo, warum, was? Bei der Zeremonie, wenn er aufgenommen wird. Warum sollte ich dabei? Du hast doch Goodfellas geguckt. Ja, der hat das nicht geschafft. Aber wieso sollte ich? Ich habe nichts gemacht. Ja, ja, ja. Das denkst du. Denkst du, das reicht so? Oder ist das underdressed? Oder overdressed? Nee, das ist gut. Okay, gut. Aber was soll ich anziehen? Gar nichts. Ja, 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 ja. Also du kannst wirklich nicht mitkommen. Zu der Beförderung von meinem Freund? Ich mach nicht die Regeln. Wieso machen die denn überhaupt so eine Zeremonie, wenn keine Gäste mitkommen können? Das macht doch keinen Sinn. Das ist halt eine stabile Beförderung. Hm. Was war denn dein Jobtitel? Schabenmann Verwaltungsofficer. Schabenmann Verwaltungsofficer? Ja. Hast du nicht gesagt, du wärst im Baugewerbe? Nein, ich sagte Raugewerbe. Ach so, ja. Also wenn ich dir peinlich bin, kannst du das auch sagen. Wieso solltest du mir peinlich sein? Du bist wie ein Hühnersandwich an einem heißen Sommertag. Heiß und angenehm. Aha, okay, danke. Hallo? Moin moin, Kalle. Hier ist Toni. Oh, verwählt. Okay, schönen guten Tag noch. Wer war das? Keine Ahnung, verwählt. Hallo? Das war nur ein Prank, hier ist Toni. Bist du nicht tot? Nein, Toni Falerni. Ach so, hier ist Toni. Ja, ich weiß. Ich auch. Okay, also, du kannst kommen. Brauche ich dafür deine Erlaubnis? Nee, aber ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir draußen stehen und auf dich warten. Ach so, da soll ich hinkommen? Ja, aber nicht drin. Tschüss. Er hat angerufen. Er hat angerufen? Was ist es? Ein Anruf ist ein Telefongespräch. Ah. Tschüss. Wein? Ja, ich weiß. Also, Salso. Toni, setz dich. Okay. Hand her. Die Kerze ist aus. Dann mach die Kerze mal an. Ey, Kerze, ich finde dich ziemlich heiß. Aber die ist doch aus, das macht keinen Sinn. Stimmt. Meine Eltern betreiben eine Schnapsbrennerei. Wollen wir da mal hingehen und ein bisschen rummachen? Geht nicht, nimm's Feuerzeug. Wie diese Karte brennt, möge meine Seele in der Hölle verbrennen, wenn ich den Eid von Omerta verrate. Sehr gut. Kannst du mir auch den Eid von Omerta verraten? Nee, so nicht. Sehr gut, du bist es. Wie hast du Karten für das Ariana Grande Konzert bekommen? Ich habe nur gesagt, dass ich da gerne hingehen möchte, weil du so ein großer Fan bist. Und die haben sich gedacht, ja dann? Die haben sich ja dann gedacht. Ja, ich kann tatsächlich Gedanken lesen, deswegen weiß ich das. Ach so, okay. Und dann haben wir diese nice Privatlounge bekommen. Ach so, das liegt nicht daran, dass wir keine Leute fürs Publikum haben. Nee, das ist, weil wir krass sind. Darf ich ihm was bringen? Ach, einen Kenner gibt's auch? Ja, ich hätte gerne was. Was denn? Willst du auch was? Ja. Wir hätten gerne beide was. Okay. Denn? Oh, ich habe mein Geld vergessen. Aber es geht doch bestimmt aufs Haus, oder? Nein, also sie müssen schon bezahlen. Weißt du, wer ich bin? Nein. Habe ich mir gedacht.
dann geh mal zu deinem Boss hin und sag ihm, dass Toni Macaroni oder wie auch immer heiße, sein Geld vergessen hat. Okay. Wie kannst du denn dein Geld vergessen? Ich hab's halt vergessen. Du hast vergessen, wie du dein Geld vergessen hast? Nein, ich hab mein Geld vergessen. Ja, sag ich doch. Und wieso frag ich? Keine Ahnung. Aha, aha, aha. Es tut mir leid, Herr Macaroni. Natürlich geht's aufs Haus. Vielen Dank. Die Frage ist halt, wieso sollten wir aufs Haus gehen wollen? Das frag ich mich aber auch. Nein, ich meine, es ist gratis. Aufs Haus gehen ist gratis? Das ist ja eine schöne Sache. Aber das beantwortet die Frage nicht. Dann verstehe ich die Frage wohl nicht. Das glaube ich aber auch. Wollen Sie uns rausschmeißen? Nein, natürlich nicht. Willst du mich für dumm verkaufen? Nein, und ich würde Sie wahrscheinlich eher für Geld verkaufen. Du willst uns verkaufen? Arbeitest du fürs FBI? Nein. Aber das würde er doch nicht zugeben. Ja, stimmt. Aber wieso sollte er ein FBI-Agent sein? Das weiß ich auch nicht. Nicht? Nee. Dein Gesicht! Das Leben ist super. Ja, dann ist gut. Welchen Auftrag gibt's denn? Du hast den letzten gut ausgeführt. Ich habe aber gar nichts eingeführt. Was habe ich ausgeführt? Den Auftrag. Allerdings hat dieser Mann eine Tochter. Okay. Die macht ein bisschen Stress. Da es dein Auftrag war, wird das auch deiner. Ich soll die Tochter töten? Wie alt ist sie? Keine Ahnung. 20 bis 30. Ah, lol. Ja, dann los. Also eigentlich wollte ich keine weiteren Häuser mehr streichen. Tja, man bekommt nicht immer das, was man will. Okay, okay. Ach, die Tür schon wieder. Das ist aber schon ziemlich unfair. Du bist einfach Pokerprofi und wir sind ziemlich scheiße. Aber beim Pokern geht's doch auch ums Glück. Ihr braucht nur ein bisschen Glück, um zu gewinnen. Ja, aber du gewinnst die ganze Zeit. Ja, kann man nichts machen. Aha. Ich habe jetzt ein neues Haus zum Streichen bekommen. Aha. Ich will aber eigentlich keine Häuser mehr streichen. Tja, hättest du es ja nicht annehmen müssen. Doch, irgendwie schon. Vielleicht kannst du ihn outsourcen. Aha. Nee. Wenn ich sag, ich mach das, dann mach ich das auch. Okay. Können wir uns wieder auf das Spiel konzentrieren? Aber wenn es nur ums Glück geht, wieso gewinnst du dann immer? Hab halt Glück. Keine Ahnung. Okay. Dann erhöhen wir doch mal den Einsatz. Okay, hab ich kein Problem mit. Ja, dann. Ich meinte, mehr Geld. Ach so. Was machst du? Ich hab mehr Geld geholt. Ach so, ja dann. Was ist das? Mehr Geld? Ich würde aber gerne richtiges Geld benutzen. Also kein mehr Geld? Nein. Ich meinte mehr Geld mit H. Oh, okay. Dann setze ich 30.000. Okay, ja, das ist gut. Gehst du mit? Ja, muss ich ja. Ich auch. Sehr gut. Dann Karten raus. Fang du ruhig an, Toni. Ich? Ja, mach du. Full House. Ich auch. Haha. Wessen Full House ist besser? Ist egal. Warum? Wir müssen doch wissen, wer gewonnen hat. Ich hab gewonnen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Wieso solltest du gewonnen haben? Full House mit 3 Assen. Du hast aber nur 2 Asse. Was? Da ist nur Dreck. Wie soll denn Dreck eine Karte zu einem Ass machen? Ja, wenn du ein bisschen dumm bist. Wenn du nicht richtig sehen kannst. Wollt ihr mich hier disrespekten? Nee, du hast dich gerade selber disrespected. Okay, ich muss für den Auftrag morgen gut ausgeschlafen sein. Schönen Tag noch. Nacht. Ich finde die Adresse nicht, Boss. Wo ist Bumila 1E? Die Adresse ist Birkenweg 31. Oh, okay. Ich bin auf dem Weg. Ah! Scheiße, ich hab die Munition vergessen. Komm zurück. Okay. Diese Stimme kenne ich doch. Karen? Ja, woher? Hey, Tag. Bist du denn verrückt? Nein. Was machst du? Willst du mich umbringen oder was? Ja, also das hatte ich eigentlich vor. Wie jetzt? Bevor ich gemerkt habe, dass du das bist. Du meinst, du hast die Munition echt vergessen? Ja, komischer Zufall, aber ja. Jetzt willst du mich nicht mehr töten? Ja. Okay, willst du was trinken? Nein, danke. Okay. Warum kommst du hier nachts mit einer Waffe rein und ballerst mich ab? Ich kann dir das nicht sagen. Du hättest mich gerade fast erschossen? Ich glaube, du kannst mir das sagen. Nein, wenn ich dir das sage, du musst hier weg. Wohin weg? Wollen wir essen gehen? Oder zu dir? Nein, ganz weg. Tot? Das will ich verhindern. Du wolltest mich doch eben noch töten. Ja, aber jetzt weiß ich, dass du es bist. Wenn ich dich jetzt nicht töte, wird es für uns beide nicht gut enden. Also entweder ich fliehe und verstecke mich, oder du tötest mich, oder wir beide sterben. Na dann töte mich doch, du Dreckste. Nein, das kommt nicht in Frage. Aber das andere wäre doch romantisch. Wir sterben beide und bilden einen ewigen Bund. Oder wir fliehen beide. Das wäre wahrscheinlich besser. Aber wie kann ich dir vertrauen? Und wieso wolltest du mich töten? Ich weiß nicht, wie du mir vertrauen kannst. Aber ich kann dir alles erklären. Ja, dann. Aber das geht nur, wenn wir beide fliehen. Am besten heute noch. Pack deine Sachen. Ich werde mich nicht bewegen, solange du mir nicht alles erklärt hast. Dafür haben wir keine Zeit. Ich muss die Flüge buchen. Tja, dann musst du wohl schneller erklären. Jetzt pack deine Sachen. Ah, was machst du? Willst du jetzt mit mir fliehen oder mich töten? Da sind keine Patronen drin. Das ist natürlich schade. Okay. Aber du musst mir versprechen, dass wir zusammen fliehen und zusammen bleiben. Das kann ich dir doch jetzt nicht sagen. Ich liebe dich. Okay, danke. Danke gleichfalls. Okay. Aber vielleicht liebe ich dich gar nicht und will nur überleben. Wenn du mir nicht hilfst, werde ich sterben. Wie kannst du mir vertrauen? Wie schon gesagt, ich liebe dich.
Und außerdem würdest du sowas dann nicht sagen. Ich liebe dich auch. Okay, okay. Danke gleichfalls. Na dann erzähl endlich mal. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich dir vertrauen kann. Wenn du mir nicht vertrauen könntest, wärst du schon tot. Und außerdem könnte ich dann das hier machen. Sagt der, der vergessen hat, Patronen in die Pistole zu tun. Na gut. Ich bin Teil von unserem Ding. Unser Ding? Nein, nicht unser Ding. Unser Ding. Hä? Wohl besser bekannt als die Mafia. Mafia? Wie Mafia? Nein, die Mafia. Hast du doch gerade gesagt. Ja, aber du nicht. Oh. Egal, um aufgenommen zu werden, musste ich... Ich wurde aufgenommen und musste dich töten. Wieso denn? Ich weiß nicht. Du weißt nicht, wieso die Person sterben soll, die du töten sollst? Nö. Hm. Bei der Aufnahmezeremonie muss man versprechen, dass man niemandem von diesem Leben erzählt. Jetzt erzähle ich dir davon. Also wollen die mich auch töten. In diesem Geschäft geht es um Respekt. Also müssen wir jetzt sofort von hier weg. Was ist los? Du bist ein Gangster! Das hätte ich nie erwartet. Ich weiß nicht, ob ich mit dir fliehen möchte. Aber ich bin immer noch ich. Ich würde auch nicht sagen, dass ich dich nicht mache, weil du eine Kellnerin bist. Ich bin nur Kellnerin, um meiner Familie zu helfen. Ich hätte noch andere Pläne. Ich helfe auch meiner Familie. Bis jetzt. Jetzt habe ich sie verraten. Es ist aber besser für deine echte Familie. Es ist meine echte Familie. Alle werde ich nie wiedersehen. Alle sind enttäuscht von mir. Und alle wollen mich töten. Du hast dich jetzt entschieden und ich danke dir dafür. Aber denk nicht mehr drüber nach. Du kannst nichts mehr daran ändern. Ja, du hast recht. Du warst jetzt sehr offen und ich danke dir. Ich finde, wir können es weiter versuchen, wenn du einen guten Plan hast, wie wir abtauchen können. Abtauchen? Das wäre eigentlich eine gute Idee. Nee, eigentlich nicht. Wieso willst du abtauchen? Du hast doch gesagt, wir müssen abtauchen. Luft anhalten und runter. Du weißt, was ich meine. Weiß ich nicht, aber egal. Ich weiß, was zu tun ist. Jetzt pack schnell ein paar Sachen. Hiermit kommen wir nicht weit. Da hast du recht, damit kommen wir nicht weit. Können wir nicht einfach das Auto nehmen? Ja, das nehmen wir. Tony, wir haben ein Problem. Wie konnte er das tun? Glaubst du, die sind schon hinter uns her?